Jasmin, wie geht's dir eigentlich im Moment so als Künstlerin? Auf der einen Seite, was die Karriere angeht, klar, man kann sicherlich auch irgendwas aufnehmen, aber normalerweise ist man ja auch unter Menschen, gerade Künstler, haben Zuschauer, haben die ganzen ja, Musiker, Agenten. Wie geht's dir? Mir persönlich geht es gut. Kreativ bin ich froh, dass ich das umleiten konnte eben in das Schaffen eines neuen Albums. Das ist schön. De facto habe ich wie alle, die auf der Bühne stehen und übrigens auch die Bühnenarbeiter, die Licht machen, die den Sound machen, selbst die Trucker, diese ganze Branche, die ja über, glaube ich, über 10 Millionen Leute in Deutschland darstellt, denen wird kein Angebot gemacht. Das ist ein so großes Versäumnis und ich habe viele Freunde, denen es richtig, richtig schlecht geht und sie haben es nicht verschuldet und ich frage mich, warum die Politik so schläft, diesen Leuten ein Angebot zu machen, das fair ist. Wie bewertet ihr insgesamt die Politik? Also ich sage ganz ehrlich, ich möchte in diesen Zeiten kein Politiker sein. Jetzt werden wir wahrscheinlich... Herrn Spahn scheint es doch ganz gut zu gehen in diesen Zeiten. Er kauft doch teure Möbel für eine teure Immobilie.